Sonntag warst du noch in Bahrain bei der Formel 1. Jetzt haben wir Montag, du bist hier in Hockenheim bei der DTM. Ganz schön sportliches Programm für nicht mehr den jüngsten Fahrer in der DTM. Ja, das stimmt. Also ich habe ab jetzt bis eigentlich Ende Mai ein sehr, sehr strammes Programm. Und dann ist mal so ein paar Tage ein bisschen ruhiger. Und dann geht es wieder eigentlich sportlich weiter mit eben immer im Wechsel Formel 1 DTM. Und bin aber ganz happy, weil heute Nacht habe ich eigentlich ganz gut schlafen können im Flieger. Waren zwar nur 4,5 Stunden, aber es hat gelangt. Die waren am Stück, somit ist es okay. Du bist ja noch jung. Wie guter Wein. Wie war der Spruch? Ich wäre wie so ein guter Wein, umso länger, umso besser, umso länger er reift, umso besser wird er oder so ähnlich. Also, ja. Kann man so stehen. Irgendwie so halt auf jeden Fall. Welche Atmosphäre fällt dir denn aktuell besser? DTM oder Formel 1 Fahrerlager? Ja gut, jetzt haben wir ja noch kein Rennwochenende. Jetzt sind wir beim ersten Test und was mir einfach viel besser gefällt, ich brauche nicht immer so einen alten Pass, um irgendwo reinzukommen, sondern kann hier einfach durchlaufen und man wird nicht überall irgendwie nach einem Pass gefragt und kontrolliert und so. Es ist hier schon sehr, sehr offen und gefällt mir sehr gut und es ist einfach ein offenes Fahrerlager und die Fans haben Zutritt. Ich erinnere mich noch dran, letztes Jahr warst du in bei der Formel 1. Du hast gesagt, keine Pässe und so und du wolltest dich irgendwie reinschleichen und hast nachher gesagt, ja, es war irgendwie so, warst ein bisschen geschockt, wie das Fahrerlager so, ja, so isoliert ist irgendwie. Du hast da nicht so richtig, bist nicht reingekommen, so hast du es gesagt. Ja, letztes Jahr, vorletztes Jahr. Ja, vorletztes Jahr war das mal irgendwie. Zwei Jahre schon. Wie war das denn? Ich bin mit dem Auto hingefahren und hatte keinen Parksticker oder sowas, aber es war halt fast unmöglich, da irgendwie nur in die Nähe zu kommen. Und das ist da halt eben ein Riesenthema. Klar, wenn du jetzt hier vorne am Hockenheimring beim Rennwochenende reinfährst, dann wirst du auch frühzeitig auf Parkplätze eben umgeleitet, logischerweise. Aber es ist schon sehr, sehr abgeriegelt, was in der Formel 1 passiert eben. Aber wie hast du denn diesmal das Fahrerlager so wahrgenommen, die Atmosphäre? In Bahrain einfach, es ist ja ein riesen Fahrerlager und es hat ja diesen riesen Tunnel in der Mitte. Und es ist einfach irgendwie so leer. Es ist zu wenig los in meinen Augen, es könnte viel mehr los sein und könnte das mehr, auch wenn wir da am Samstag und Sonntag ist natürlich ein bisschen mehr los, aber trotzdem, wenn du die Hintergrundbilder siehst, es ist völlig leer und es wäre schöner, wenn man es offener für die Fans macht, dass sie näher an Fahrern dran sind, näher am Geschehen dran sind, weil es einfach ein ganz anderes Gefühl ist. Ich mache nochmal schnell das Fass auf mit den Werten, die besseren Fahrer, Formel 1 oder DTM. Du hast es schon ein, zwei Mal beantwortet, jetzt vielleicht nochmal für uns bei YouTube. Ja, ich schließe mich meinem Kollegen Marco Wittmann an, der es ja auch schon gesagt hat. Ich glaube einfach, die Dichte des Fahrerfeldes ist hier höher. Also das heißt jetzt nicht, dass die DTM-Fahrer besser sind als die Formel-1-Fahrer. Kein Fall. Ich glaube, die Top-Jungs sind auf einem extrem hohen Niveau, wie ihn Sebastian Vettel, der das am Wochenende gezeigt hat. Lewis Hamilton, Valtteri Bottas oder die Raikkonen und Alonso dieser Welt, die sind alle Top-Jungs, aber ich glaube einfach hinten raus, was die Fahrer, die Paydriver angeht, fällt das Niveau etwas ab und das haben wir hier nicht. Wir haben hier durchgehend ein hohes Fahrerniveau und das macht den Unterschied. Freust du dich schon auf die neue DTM-Saison? Letztes Jahr bist du deine vorerst beste gefahren, kann man so sagen, ne? Ja, absolut. Also ich freue mich nach trotz langer Zeit Pause wieder ins Auto einzusteigen und dass jetzt der Startschuss sozusagen hier in Hockenheim wieder losgeht und bin sehr, sehr gespannt. Wir haben nur zwei Tage Testvorbereitung. Bin sehr, sehr gespannt, wie das Auto sich anfühlt morgen und was es mir für ein Feedback gibt. Deswegen hoffe ich, dass das positiv ausgeht morgen. Testen im Motorsport ist ja eh relativ beschränkt, aber in der DTM halt noch krasser. Du sagst, zwei Tage ist eigentlich gar nichts. Ja. Ist das was man in die Zukunft einfach mal irgendwie ändern muss oder nicht so wichtig? Ja, wenn es für alle gleich ist, ist es am Ende nicht so wichtig. Aber trotzdem ist es ein Thema natürlich, wenn jetzt wie dieses Jahr neue Teile ans Auto kommen, die jeder erstmal verstehen muss, sind oder auch jeder Fahrer verstehen muss mit seinem Ingenieur zusammen, sind zwei Tage sehr wenig. Im Gesamten für den Hersteller ist es natürlich deutlich mehr, weil es einfach vier komplette Tage sind mit drei Autos. Und somit ist es, lernt man trotzdem immer wieder mit, natürlich auch von den anderen, aber für den Fahrer ist es wenig. Trotzdem, es ist am Ende für alle gleich und somit ist es auch okay. Ja. Es gibt ein neues Aero-Paket, du hast es schon angesprochen, weniger Abtrieb, zwischen 25% und ein Drittel, je nach Hersteller. Es heißt ja so ein bisschen, okay, das ist irgendwo um Audi halt so ein bisschen wieder neuer einzubremsen, die haben das beste Auto gebaut. Siehst du das auch so oder wie würdest du das die ganze Situation bewerten? Ja, man muss ja ein bisschen weiter vorne wahrscheinlich anfangen, also um es dem Zuschauer ein bisschen näher zu verstehen zu
oder dass er es besser verstehen kann. Es ist einfach so, dass natürlich bei Audi durch den LMP1-Ausstieg viele, viele Kapazitäten frei geworden sind. Die hat man sehr gut genutzt und hat ein unfassbar gutes Auto gebaut letztes Jahr. Das hat man gesehen. Man hat es dominiert. Ich würde fast schon sagen, nach Belieben. Man hat es natürlich, was das Gewichtsreglement oder das Gewichtshandicap anging, clever gespielt und hat mit Abstand das beste Auto gebaut. Das ist Fakt. Die Kapazitäten waren bei uns so nicht vorhanden und deswegen haben wir uns da deutlich schwerer getan. Und ich glaube, macht wenig Sinn, wenn in der DCM 6 Audis vorne wegfahren und dann der Rest hinterher. Somit ist das der richtige Schritt und auch ein gutes Signal für neue Hersteller, die kommen werden, weil wenn man die Autos gesehen hat, wie kompliziert sie waren in der Vergangenheit, dann wird jeder Hersteller sich erstmal schwer tun, da anzuknüpfen und ranzukommen. Und wenn man so Dinge vereinheitlicht und noch mehr Einheitsbauteile dran bekommt an das Auto, ist es einfacher für neuen Hersteller eben Fuß zu fassen. Und das ist das Positive. Und am Ende ist es die Show, die vielleicht noch besser wird und dadurch, dass wir weniger Abtrieb haben, wird es aber immer noch so sein, dass der vorne wegfährt, mehr Grip hat wie der hinterher fährt, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das Auto ist vielleicht auch nicht mehr so, wenn man einmal Kontakt hat und es fliegt ein Flap weg, dann ist man eine halbe Sekunde langsamer. Das ist, glaube ich, jetzt deutlich einfacher geworden und somit mehr Tourenwagensport eben. Prognosen der DTM sind immer schwer, aber glaubst du, es wird nochmal den DTM-Champion Timo Glock geben irgendwann? Das wäre mein Ziel, also es steht auf meiner Liste ganz oben und versucht das dieses Jahr umzusetzen. Wie gesagt, das ist ein bisschen früh zu sagen und ich weiß, dass es wenig Sinn macht, Prognosen abzugeben, weil es einfach so eng ist in der DTM. Da verbrennst du nur die Zunge, wenn du vorne rein schreist, ich werde dieses Jahr Meister. Somit versuche ich ganz entspannt, so wie ich das letztes Jahr gemacht habe, in die Saison zu gehen. Lass die Dinge auf mich zukommen und versuch's ein bisschen besser zu machen wie letztes Jahr. Also letztes Jahr war es schon gut, da haben wir lange um den Titelkampf, gesprochen und mitgekämpft und deswegen müssen wir es einfach zum Schluss noch ein bisschen besser machen wie letztes Jahr. Und dann kam nämlich Zandvoort und das hast du vorhin auch hier in der Pressekonferenz angesprochen. Da gab es ein bisschen Ärger mit dem Mortara, die meisten werden wissen, worum es geht. Du hast gesagt, im Winter hast du dir Gedanken darüber gemacht, viele. Kannst du das so ein bisschen beschreiben, was für Gedanken waren das? Ja, du machst dir halt Gedanken, was hat das für Auswirkungen gehabt. Und wenn du im Nachhinein schaust, also ich glaube, das Potenzial war da, das Auto in die Top 3 zu stellen im Qualifying und dann rechnest du einfach mal mit einem problemlosen Rennen und wirst Zweiter oder gewinnst sogar und am Ende wird Marco Wittmann disqualifiziert, was natürlich nicht schön ist für BMW, aber in der Meisterschaftssituation jetzt für mich, wenn ich jetzt rein nur auf mich schaue, wäre das ein Thema gewesen, dass ich einer der wenigen BMWs da vorne gewesen wäre mit großem Punktepolster und dann kann ein ganz anderer Rhythmus entstehen. Und wenn du nach so einem Wochenende mit zwei Top-Resultaten rausgehst und bist in der Top 3 in der Meisterschaft, ist es natürlich ein ganz anderer Motivationsschub, nicht nur für mich, sondern für das ganze Team, wie wenn du mit einer Disqualifikation sozusagen rausgehst und nur zwei Punkten und du weißt, du hast fundamental da was liegen lassen. Und deswegen habe ich mir da meine Gedanken drüber gemacht, wie viel Schaden so ein kleiner emotionaler Ausbruch eben tun kann. Und da muss man ganz offen und ehrlich mit sich umgehen. Und dann macht man sich seine Gedanken drüber und versucht, drüber nachzudenken, wie man sowas in Zukunft vermeidet. Auch in der PK hast du netterweise ein bisschen Werbung für uns gemacht. Und zwar, du hast das Video, was wir mit dem Walter Röhrl gemacht haben. Guckt es euch an auf YouTube. Du hast es auf deine Seite geteilt und gerade nochmal hier angesprochen. Was hältst du davon, dass der Walter eben richtig einen rausgeknallt hat, denke ich, kann man sagen, oder? Ja, ich glaube, es ist einfach, es geht mir um die Person, Walter Röhrl. Es ging mir jetzt nicht um das Topic Formel E, sondern generell ist es jemand, den ich unheimlich schätze, den ich kennenlernen durfte und der einfach das sagt, was er denkt und kein Schreck oder gar nicht drum herum redet. Da gibt es Schwarz und Weiß und Ende und das ist seine Meinung, da steht er dazu. Und das ist das, was ich an ihm schätze und deswegen habe ich das geteilt, was jetzt, glaube ich, nicht so zur Freude bei euch war. Ist okay. Aber ich wusste gar nicht, dass es, auf jeden Fall habe ich es gemacht und fand es einfach ein Signal an alle da draußen, die im Motorsport unterwegs sind, einfach das zu sagen, was man denkt und seine freie Meinung rauszuhauen, kann mal natürlich nicht zum Vorteil sein, aber ich finde, es darf jeder seine Meinung äußern und das hat er da sehr, sehr gut getan und
deswegen habe ich es geteilt, ja. Ja. Du bist ja genauso geradeaus wie der Walter und wir schauen mal, welches nächste Video als nächstes dann viral geht, vielleicht mit dir und ja, wünschen dir viel Erfolg, auf jeden Fall für die Saison 2018. Dankeschön. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und abonniert unseren Channel, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis dahin, euer motorsportmagazin.com.